Dich nehmen wir auch mal mit. Und dich auch. Ja, tut mir leid. Kannst ja gleich wieder losgehen, neue Leute rekrutieren. Wir sind angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag nach Kor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. Ja, also er geht zurück. Wir könnten also theoretisch mit ihm wieder zurückgehen, das wäre ein bisschen albern. Und er wird uns komisch angucken. Also ja, schauen wir uns hier jetzt weiter um. Ob es in der Lage ist, das für uns passen würde. Und ob wir irgendwie zu diesem Kalom kommen, um das Rezept zu klauen. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ich bin neu hier. Ich wollte mir euer Lager ansehen. Fremde sind uns willkommen. Aber es ist wichtig, dass du unsere Regeln achtest. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen Fremde sich nicht aufhalten dürfen. Ich brauche eine Rüstung. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. 500 Erz, okay, genau wie im alten Lager. Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Ich höre nicht mehr auf das. Immer wieder die fremde Geschichte, muss wohl doch was dran sein. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Bana Mip angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Gut zu wissen. Die Gurus sind dann die in den Rom. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. So sehr pragmatisch. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen. Zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Okay, der ist schon mal sympathisch. Und ja, eine ähnliche Einstellung könnte auch zu uns passen. Also die Leute hier sind ja recht abgefahren, was ihre Einstellung angeht. Aber solange sie nett sind und einander achten und nicht verprügeln und Schutzgeld erpressen, könnte es auch zu uns passen. Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen, aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Das ist doch mal nett. Wir wollen... Zeig mir den Weg. Zum Alchemielabor, da könnten wir versuchen, das Rezept zu stehlen. Lehrer, Tempel, Schmiede. Oh, zur Schmiede.
Da verkaufen wir die Flügel, die wir gerade auf dem Weg gefunden haben, und kaufen eventuell ein neues Schwert. Zur Schmiede. Folge mir. Aber sehr komfortabel sieht es hier nicht aus. Also irgendwelche Stroh- und Lehmhütten auf dem matschigen Grund. Alle haben kahlrasierte Schädel. Aber bisher haben wir noch kein Arschloch getroffen. Im Gegensatz zum alten Lager, wo eigentlich nur welche davon rumlaufen. Das ist recht verwinkelt. Drüben mussten wir einfach nur im Kreis laufen und irgendwann kamen wir schon an. Aber hier war ja. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Hier ist die Schmiede. Schau dich um. Ich warte etwa eine Stunde. Dann haue ich wieder ab. Na gut. Bist du der Schmied? Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Das ist wirklich nicht mein Problem. Und er hat Knüppel, Keule, Handaxt. Nichts wirklich Gutes. Aber wir können unsere Sachen hier verkaufen. Man darf auch nicht alles glauben. Die ganzen Kräuter. Okay, manche davon scheinen ja recht wirkungsvoll zu sein. Aber die anderen können wir alle mal verkaufen. Reis brauchen wir auch nicht, die Pilze. Ne, können auch weg. Oh, das bringt schön viel Lebensenergie, das behalten wir. Das Wanzenragout kann weg. Das ist viel zu eklig. Ein frischer Apfel, davon haben wir noch wenige gesehen, also den behalten wir auch erstmal. Der Schinken ist wertvoll, der kann weg. Schon haben wir 113 Erz. Und die Flügel kommen auch noch drauf. Oh, er hat gar kein Erz? Doch, da. Ha. Wir können uns aber auch einfach das Rohstahl kaufen und ein eigenes Schwert machen. Ja, das probieren wir nochmal. Nehmen wir eins davon und den Rest bitte in Erz. So, 179. Bitteschön. Endlich wieder ein bisschen Geld in der Tasche. Also wir haben jetzt Rohstahl. Das machen wir erstmal heiß. Danach tun wir es auf dem Amboss, um es in Form zu schlagen. Dann müssen wir es abkühlen und dann schleifen. Und dann kommt da hoffentlich eine Klinge bei rum, die einigermaßen zu gebrauchen ist. Aber besser als unser rostiges Ding wird es auf jeden Fall sein. Na, von der Form her sieht es schon mal gut aus. Und den letzten Schliff. Dann zeigt mir her das gute Stück. Ja, 2020. Das ist doch ordentlich. Und wie viel Erz haben wir noch auf der hohen Kante? 142. Schön, 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 schön. Ist hier noch jemand, der was zu sagen hat? Nö, dann sprechen wir wieder mit Lester. Zeig mir den Weg. Zum Alchemielabor. Folge mir. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass wir da jetzt einfach hinspazieren können und das Rezept stehlen. Aber wir können uns wenigstens schon mal umschauen. Wenn du die Leiter raufsteigst, dann kommst du zu Kalom, dem Alchemisten. Hier unten steht Fortuno, der Krauthändler. Ich warte hier auf dich. Aber lass dir nicht zu viel Zeit, sonst gehe ich wieder zurück. Das war ja nicht wirklich weit. Also da ist die Schmiede, hier ist der Krauthändler. Schauen wir mal. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben.
Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Ha, wir haben gerade schon einen ganzen Batzen davon verkauft. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Er hat jede Menge Erz und jede Menge zu rauchen. Na gut, gibst du uns etwas mehr für die Kräuter als der andere? Heilkräuter sollten wir auf jeden Fall behalten. Okay, das Sklavenbrot können wir noch loswerden. Und den Nachtschatten. Sonst... Ach, das hier auch noch. So, ach, 56 Erz. Oh, schön, schön. Komm, Lase auf den guten Fuß. Fehlen nur noch 300 oder so für die Rüstung. So, du bist nur Novize. Er hat nichts zu sagen. Na gut. Lester? Ah, da bist du ja. Obwohl, wir wollten ja eigentlich zu dem Kalom hoch. Da. Oh oh. Die Wache da wird es uns nicht sehr leicht machen. Speichern wir erstmal ab. LP 008.